Willkommen zurück zu einer neuen Folge Army Men RTS. In der letzten Folge konnten wir ja die Mission beenden. Jetzt geht es weiter mit Mission 6. So, schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Outpost table. We're inbound now. Hang in there. Okay, da wurde gerade eine Basis von uns angegriffen. Die waren ja ebenfalls grün. So, wir sollen find and two. Okay. Wir müssen auf jeden Fall zu dieser Base hinkommen. Das könnte jetzt langsam etwas schwierig werden. Vielleicht sollen wir die Basis jetzt zurückerobern und neu aufbauen. Durchaus denkbar. Enemy sighted. Wo denn? Oh, okay. Hier, platt machen. Na, meinem Flammenwerfervogel geht's aber auch nicht mehr so gut. Kann ich den Enemy Sighted? Wo denn? Ach, da unten. Ah, das Kreuz. Das X. Ist ja hier vorne in der Mitte. Irgendwo, da oben. Dort müssen wir primär ja erstmal hin. Denke ich mal, also ich denke mal, dass wir wahrscheinlich die Basis neu aufbauen müssen. Oh, wow, was zum? What the? Verdammtes Kackvieh. Ich dachte schon, wir hätten im Keller in der letzten Folge genug von diesem Gezücht ausgerottet. Haben wir aber nicht. Ist nicht mehr weit. Da ist er. Die kleine Basis. Oh, got here too late. Command, this is Sarge. Request extraction. I'm afraid that's a negative, Sarge. We can't get any choppers in. Several TNA aircraft turrets surround your area. Destroy them all, and we can get you out of there. I copy, Colonel. All right, soldiers, let's get this base back online. Okay, bring the base back online. Okay. Wir sollen die Basis wieder reaktivieren. So, das heißt, wir bauen erstmal einen Bulldozer. Und dann müssen wir mal gucken. Da bekommen wir schon mal Ressourcen her. Da Strom. Halt, du bleibst erstmal hier, weil fast tot. Muss erstmal gucken, nebenbei, während der Bulldozer baut, ob hier noch Feinde bei den Ressourcen herumstehen. Das sieht nicht so aus, als ob der Gegner die bewachen würde. So. Oh, da ist mal schnell ein Ressourcenlager. Oh, Moment, hier ist was. Was war denn hier? Oh, Schaben. Erstmal die Schaben ausrotten hier. Die haben wir richtig Fernkampf. Das könnte jetzt eine etwas schwierige Mission werden. Wir haben drei Ziele. Okay. Jeweils in der Ecke. Oben. Und am Kühlschrank. Enemy sighted, was zum... Ah, das müsste der Wachturm alleine schaffen. So, der sammelt da schon mal munter vor sich hin. Was können wir denn alles bauen? Okay, eine Pillbox sogar. Frage ist, ist es sinnvoll, dort einen zweiten Wachturm hinzustellen? Ich denke, wir werden das wohl noch machen müssen.
Nur die Frage, ob die Gegner primär von da unten angreifen oder auch hier an der Seite irgendwo. Schwer zu sagen. Auf jeden Fall werden wir jetzt mal schnellstmöglich einen Medic bauen müssen. Okay, haben wir. Achso, wir brauchen jetzt ein Upgrade aufs Super Hauptquartier, damit wir auch schnellstmöglich die Garage bauen können. Die Kamera ist hier nicht so schön manchmal, das ist so ganz schön im Bild. Aber gut, müssen wir erst einmal mit zurechtkommen. Ah, der macht ja dazu, ne? Denn macht er da dicht, glaube ich. Können wir eigentlich machen, dann schicken wir die Truppen grundsätzlich oben raus. Ich denke mal, das hat er so angedeutet hier eben, so als ob er das dann zumachen würde. Ja, naja, die greifen von hier unten relativ häufig an. Das heißt, wir müssen hier wohl doch ein kleine wenig Abwehr bauen. Kommen wir nicht drum herum. Und unsere eigenen Truppen sammeln sich dann hier vorne. Ich denke, das könnte funktionieren. Ja, er hat zugemacht. Okay. Gut, Zeit, die Garage zu bauen. Wir brauchen was mit ordentlichem Bums. Also Panzer, da kommen wir natürlich nicht drum rum. Wo zum Henker fährt er denn hin? Nee, hier Strom. Hol mir den Strom. Okay, Garage haben wir. Mal schnell so einen Medic hier hinfriemeln. Was könnten wir noch gebrauchen? Was wäre noch wichtig? Noch mehr Verteidigung? Vielleicht. Ich glaube, was könnte halbwegs robust stehen. Ja, die kann natürlich Luftdruppen nicht angreifen, der Bunker. Low Plastic, ja. Ich muss eh noch zwei Dump Trucks bauen zusätzlich. Sonst wird das nix. Ah, okay, der Medic kann tatsächlich die Gebäude reparieren. Das ist... Habe ich es doch in der einen Mission sozusagen noch richtig erkannt. Also ohne Medic geht hier wirklich absolut gar nichts. So, Strom. Das ist natürlich nicht verkehrt. Wenn ich hier jetzt konstant einen Medic stehen lasse, der die Gebäude repariert. Naja, halt aber erstmal den hier. Vielleicht sollte ich einen zweiten Medic bauen. So, Panzer, alles klar. Brauchen wir die hier? Das ist hier so die Frage. Sollten wir die Super Baracken? Ja, doch, komm. Super Baracken brauchen wir. Jedenfalls müssen wir uns auch nach zusätzlichen Ressourcen umschauen. Wenn da oben überall Gegner sind, könnten vielleicht hier unten irgendwo noch ein paar Ressourcen herumstehen. Low Plastic ist in dem Fall hier Null Plastik. Hier heilen. Bastel das mal zusammen da. Haben wenig Schaden, die Türme. Ich befürchte bald schon, dass ich hier doch noch einen dritten Turm hinstellen müsste. Er kann immer nur ein Gebäude auf einmal reparieren, nicht mehrere. Wie viel Plastik haben wir denn? Null. Komplett null, aber Strom sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, er kann ein Gebäude oder eine Handvoll Truppen reparieren. Ich
schnell hier aber schon mal hier rüber. Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen warten. Bis wir hier so ein paar Ressourcen bekommen. Vielleicht sollte ich erstmal 3 auf Plastik schicken. Und 1 nur auf Strom. Sonst wären wir ja hier nie fertig. Ist das außerhalb der Reichweite oder macht er das nicht automatisch? Halt jetzt primär erst einmal die Truppen. Aber nicht das Gebäude. Das hier, das Hauptquartier. Und dann macht er das jetzt automatisch, weil er fährt wieder weg. Nö. Heilen prima die Truppen. Naja, mal gucken, ob sie es von alleine machen. So, mal kurz ein bisschen abwarten. Schade, dass man die Spielgeschwindigkeit jetzt nicht einfach höher drehen kann. Ah, doch, jetzt heilen sie es. Jetzt heilen sie das Gebäude automatisch. So, du bleibst hier stehen, genau an den Türmen. Ja, sie greifen auch von woanders an. Okay, sie greifen also nicht nur primär an den Punkten an, wo schon Wachtürme standen, sondern einfach überall. Okay, gut zu wissen. Oh, das waren einige. Das sind aber einige hier reparieren. Gleich mal mit dem Medic reparieren. Ist irgendwie ganz cool, dass da Medic auch Gebäude reparieren kann. Das dürfte mich ja dann keine Ressourcen kosten. Das würde aber allerdings bedeuten, dass ich hier überall Abwehr hinstellen müsste. Was ich eigentlich nicht unbedingt so will. Weil Ressourcen sind jedoch etwas stark beschränkt. Okay, wie sieht's aus mit den Ressourcen? Na, geht eigentlich. So, wo sind denn hier die guten alten Trucks? Ich sage, brauchen wir davon erstmal 10 und 5 von denen. Vielleicht reichen die sogar schon. Vielleicht noch ein Medic dazu. Am besten 2 mitnehmen. Wir haben hier so ein bisschen die Gegend erkunden. Ah, das sieht auch gut aus mit den Ressourcen. Da haben wir noch einige. Hier ja auch. Die Gegnerbrocken ja noch rumliegen. Okay, Gebäudereparatur dauert aber echt lange. Aber jetzt wollen wir doch langsam mal unsere Armee aufstellen. Brauchen wir eigentlich mal so einen Machine Gunner? Ist natürlich auch nur gegen Infanterie echt gut. Und aber von denen nochmal welche. Ja, ich glaube, jetzt läuft es langsam. Okay, Minensucher. Die Frage ist, sollte ich jetzt dann schnellstmöglich mal die Gegend erkunden? Ob ich hier irgendwo noch Ressourcen finden könnte? Aber die reichen ja jetzt auch nicht mehr unbedingt so extrem lange. Ja, die Bauzeit, die ist extrem lang. Mal ganz schnell schauen, ob in der Nähe vielleicht. Oh, was hier unten? Ah, die greifen aber den Turm an und nicht den Medic. Das ist gut, dann kann der Medic nämlich gleich den Turm wieder reparieren. Wenn er mit dem Hauptquartier fertig ist. So, mal gucken. Wir hier irgendwo uns noch ein paar Ressourcen sichern können.
Das Ganze hoffentlich ohne großartige Verluste. Be right there. Ich denke, da links könnte irgendwas sein, aber wissen tue ich es natürlich nicht, woher auch. Die Map ist relativ groß. Könnte man doch bestimmt das ein oder andere finden. Wollen wir nochmal ein wenig Plastik und Strom herbekommen. Oh! Palisaden vom Gegner. Oh, one hit down. Krasser Scheiß. Wo ist der Medic? Mittendrin, sehr schön. Da, wo er auch hingehört. Sollen wir hier auch schön die Truppen heilen. Oh, Bazooka-Man. Bazooka-Man und Machine-Gunner gleich platt machen. So, haben wir schon mal ein paar Ressourcen erfightet. Oh. Okay, truff, das überleben die schon noch. Das sollten die schaffen, der Flammenwerfer ist ja extrem heftig. Aber auch gleich extremste tot. Zieh dich mal zurück nach da hinten. Ja, da ist eine Uhr. Da ist eine Uhr. Und ein verdammter Panzer, der muss zuerst platt gemacht werden. Und du haust mal aus der Schussreichweite hier ab. Okay. Erledigt. Base under attack. Oh, mit dem Chopper. Die haben es mit dem Chopper probiert oder probieren es gerade mit dem Chopper. Okay, hier ist noch einer. Ja, die normalen Panzer können natürlich keine Lufttruppen angreifen. Okay, da sind Ressourcen. Und hier ist noch ein Panzer. Oh mein Gott. Und eine Mine war da unten auch noch eben. Achtet der Blatt. Nein. Geh doch weg. Nein. Er ist down. Ich wollte ihn noch retten, aber es hat einfach nicht. Wow, verdammt. Okay, ich muss doch nochmal einen kleinen Rückzug machen. Und doch warten, bis ich ein paar mehr Truppen habe. Es hat ja gar keinen Sinn, jetzt da großartig mal zu schauen. Aber wenigstens wissen wir schon mal, dass der Gegner hier überall. Da muss hier irgendwas sein. Hier haben wir ja schon mal eine Uhr gefunden. Ich müsste da auf jeden Fall aufräumen, bevor hier meine Ressourcen leer sind. Da sonst ein Problem gibt, weil meine Sammler dann einfach ganz doof dorthin hinfahren. Was macht der hier? Nix. Ja, doch, jetzt fährt er los. Jetzt fährt er los. Okay, die heilen. Der Dumptruck wurde geheilt, der hat was abbekommen. Woher denn? Das ist ja eigenartig. Schade, der eine ist leider tot. Von den Heldeneinheiten. Aber gut, dieses Gebiet hier unten, was hier so alles ist und was wir da finden werden, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bis dann und ciao.